muss mal eben zusehen, dass ich hier aus der Schusszone komme. Ich glaube, das war eine ganz dumme Idee, hier oben gerade lang zu rennen, aber naja. Gehen wir mal eben hier hin. Da liegt der Erste. Da liegt der Zweite. Der Dritte, wo ist der andere? Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich so ein bisschen aus dem Weg komme hier gerade. Magnumpatronen nehmen wir mit, Revolver nehmen wir mit, Bügeleisen, das kann der bestimmt auch auseinanderbauen. Dann rennen wir mal lieber jetzt hier gerade rüber und gucken mal, was die hier noch so haben. 308er Patronen, sehr schön. Hülse nehmen wir mit, Wunderkleber nehmen wir mit. Aschenbecher nehme ich auch mal mit. 10mm Patronen hat der, okay. Aschenbecher, was wir immer mit Aschenbechern wollen hier, das ist mir fast echt unbegreiflich. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Ihr Schweine! Das tötet mir nicht! Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodock-Anzug besser dran. Und weg. Ich merke nur gerade, ich bin hier falsch. Wen findest du niedlicher? Dr. Klein oder Dr. Burroughs? Ich bin hier richtig. Naja. Kampf zu Ende. Das ist sehr schön. Vielen Dank für diese Information. Aha, hier ist also auch was drin, ne? Altmetall. Altmetall ist doch schon mal eine Idee. Werkzeugkasten. Da ist ein Hammer drin. Hammer nehmen wir auch mit. Schrauber nehmen wir mit. Das hier wohl ist. Ah, da liegt das Teil, was ich suche. Gigantische Tarantel. Okay, neues Update. Mal gucken, was wir da noch mit so machen können. Da ist nichts zu tun. Was haben wir hier so drinne? Das sieht gut aus. Bücher. Kleine urinierte Bücher haben wir hier. Die nehmen wir doch alle mal mit. Ach, da sind auch mal welche. Verbrutzelte Bücher. Da guckt mich einer an. Hallo. Der guckt. Ich lasse mich ungern begucken. Was ist hier noch so? Warum steht hier so ein Teil auf dem Klo? Ist das hier gleich zur Entsorgung, oder? Ist ja fürchterlich. Was haben wir hier so? Das ist, nehmen wir das mal alles mit. Schaden kann's nicht. Irgendwann sind wir wieder überladen. Da schmeiße ich eh wieder die Hälfte weg. 8 Korken nehmen wir auch noch mit. 37 Korken nehmen wir auch mit. Was ist das hier? Tasse? Ich würde gerne den Elektroschrauber hier mitnehmen, den Elektroschrott. Das sieht auch sehr gut aus. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier hinten noch? Guck mal, noch mehr Bücher. Alter, was die hier an Büchern haben, das ist ja Wahnsinn. Ah ja, warum habt ihr den jetzt mit Messern beschmissen? Hat mal einer gesehen, Sky Captain of the World of Tomorrow? So ähnlich sieht das Teil im Hintergrund aus und er auch. Sieht ganz merkwürdig aus. Atomcocktail. Eichhörnchenbissen. Alles gerne mitgenommen. Guck mal, Kaffeetassen. Mensch, da wird sich wieder einer freuen. Ich unterstütze ihn auch noch in seiner Sucht. Ich bin ein böser, böser Mensch. So, die Bücher lasse ich jetzt mal auch nicht hier, würde ich mal jetzt so behaupten. So, jetzt muss in dem Haus noch was sein. Da geht's dann gleich wieder raus. Da ist nichts drin. Hier war was drin. So, was finden wir hier? Ein kaputtes Funkgerät. Zwei kaputte Funkgeräte. Mensch. Und eine Jukebox. Ach, der findet auch kein Kram hier. Oh. Da wird sich einer freuen.
Da wird sich einer freuen. Dinnerteller. Und wir nachher alles hier fertig machen können. Vorkriegsbücher. Ja, die lasse ich noch hier. Was war jetzt hier drin? Aschenbecher. Na, das können wir hier lassen, denke ich mal. Die nehmen wir mit. Die ist auch hinüber, die Jukebox. Und da hinten sehe ich schon das, was ich brauche. Nämlich ihn hier. Audioprobe Opernsänger. Okay, da können wir dann auch mal sehen, was wir denn damit machen können. Da ist nichts mehr drinne. Haarklammer. Mensch, Wunderkleber. Klasse. Stange Zigaretten lasse ich jetzt mal hier. So, hier unten haben wir schon gesucht. So, jetzt hier noch irgendwas hier gerade? Nö, das heißt, wir müssen dann wieder raus. Und dann sehen wir mal weiter. Es ist immer echt Wahnsinn, wo hier noch Sachen versteckt sind. Manchmal sieht das aus, als wenn die echt nur zufällig da liegen, aber dann haben sie doch wieder einen tieferen Sinn. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir eben meinen Punkt verschiebe. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Das dachte ich mir fast, aber warum sagst du mir das jetzt nicht, wo wir gerade drinnen waren? Da hätte ich dran denken können, noch was zu trinken. Aber nein! Madame muss mir das jetzt vorholen. Los, meine mächtigen Roboskorpione! Wie so eine Ehefrau. Krabbelt davon und sucht intelligente Sex mehr. Ja, vielleicht bist du mit einem Autodoc-Anzug besser dran. Gerade kam eben noch der Spruch über Lautsprecher hier, los, meine Robotskorpione sucht intelligentes Leben. Und da haben die sich wohl gedacht, ja, findest du ähnlich, ich lass mal alles abstürzen. Da dies zum Entkommen gefährlicher Ideen und oder Kreaturen, die diese Ideen haben, führen kann. Das Spiel abgestürzt. Ich glaube, die gute Frau ist mal ausreden lassen hier gerade. Ja, intelligentes Leben, die Lüge war zu viel keine für das Spiel. Stimpacks mehr. Naja. Hilfe! Polizei? Hunde, ja, Hundefleisch, was soll ich damit? Militär-Cyberhund, Energiezelle! Hundefleisch kannst du hier aber ganz ne? Also knicken kannst du das. Beziehungsweise das Fleisch nicht, aber was man damit Achtung, so machen kann. Fertig! Kämpfen! Mist! Da hat er nichts mehr. Nehmen wir mal den hier. Habe ich ihm schon die zweite Waffe aus der Hand geschossen hier. Wir haben keine Stimpacks mehr. Sag bloß. Vielleicht bist du mit irgendwas. Sei dran. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Das mal bald gut hier! Bleibst du jetzt endlich liegen? Was? Wo kommt der jetzt her? Hilfe! Die haben Verstärkung mitgebracht, die Schweine. Kann ja wohl nicht wahr sein. Keine Stimme. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Hilfe! Ich hab Panikattacken hier. Panikattacken. Ich hab einen Kranich am Nacken. Keine Stimpacks mehr. Was ist das denn hier Schönes? Keine Stimpacks mehr. Hilfe. Ach, da habe ich auch nichts mehr. Ach du Schreck. Da habe ich. Habe ich noch 6 Schuss? Oha, der hat gesessen. Wir haben keine Stimpacks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodoc-Anzug besser dran.
Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Jetzt habe ich ja auch nichts mehr drin. Es ist ja... Was habe ich überhaupt noch hier? Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Ich kriege ja doch langsam hier Panik hier. Na, kommt er oder kommt er nicht? Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Ich kann dir nichts gegen die... Meine Fresse! Was macht ihr alle mit mir hier? Ganz besonders, du Drecksvieh. Wir haben lange niemanden mehr gesehen. Nicht gemeint. Vielleicht haben auch die Monster-Tarnanzüge. Nein, ich hoffe, da sind einfach keine mehr gerade. Ich glaube, ich muss mal einmal gleich zurück in die... Hilfe! In die Kuppel. Jimmy, was hast du? Klein, was fragst du? Fast so nutzlos wie die gleichnamige Flasche. Nicht mehr als ein Beispiel für etwas, das sinnlos versucht, seinen Zweck zu erfüllen. Die gleichnamige Flasche? Die Kleinflasche? Wir haben keine Stimpaks mehr. Oder was hat Vielleicht er ihm erzählt? Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Na, das war mir fast klar. Außer wahrscheinlich, dass du noch mehr Gegner anlocken kannst. Das kannst du bestimmt ganz toll. Wir haben keine Stimpaks mehr. Da vertraue ich auf dich. Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Mit was feuern die denn? Ich kann dir nichts gegen die Verletzung geben. Ich überhaupt richtig? Ich latsche natürlich gerade volle Kanne auf die falsche Seite. Und da fliegt er! Der Lotus fliegt hoch, der Lotus fliegt weit, das kann er auch, er hat ja Zeit. Wo ist euer Kumpel? Da hinten kommt euer Kumpel. Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Schon, sagt er, oder liegt er? Ist jetzt Ruhe hier? Die haben Feuerwaffen. Ich kann dir Hilfe. Nichts gegen die Verletzung geben. Muss mal gucken, ob ich mir was gegen die Hilfe, gegen gerade die hier geben kann. Nuka-Cola, Pinienkerne. Bringt jetzt nicht so viel. Die können wir noch nehmen. Bin ich in Deckung? Wir haben keine Stimpaks mehr. Vielleicht bist du mit einem Autodockanzug besser dran. Wo ist die andere Sau? Hier hinter? Keine Stimpaks mehr. War doch noch irgendwo einer? Da kommt er. Abwarten und Waffen sammeln. Dampfanzeige, die könnte ich noch mitnehmen. Keine Stimpaks mehr. Maschinenpistole, jawohl. Hülsen nehmen wir mit. Tasse. Gerade doof hier. Dann lasse ich die Saturnit-Fäuste lieber hier. Wo habe ich sie denn? Das Bügeleisen kann ich natürlich auch hier lassen. Das wäre wahrscheinlich noch die bessere Wahl. Was haben wir hier sonst noch so Schönes? Drei Dinnerteller lasse ich jetzt hier. Dann bin ich nämlich wieder bei 270 und nicht mehr überladen.